It appears you haven't lost your edge. And for the time being, order as we know it is restored. Now on to our next matter. I'm sure you've heard of the Misconducts gang. We have extensive data on them, Miss Rose. It seems that the Misconducts have a new leader. He goes by the name Unholy Goalie. Our sources are saying that he claims to hear voices and has summoned a vast number of Misconduct charters to assemble at the arena. This, how shall I put it, gathering is strongly discouraged. Local law enforcement does not have the interest to intervene for the time being. This is where you come into play. They will be given an eternal time out, Miss Rose. This meeting must be checked, my child. I'm sending secondary bounties as well. But don't lose focus. Something's amiss at that arena. Downloading coordinates. Use this gathering to make a statement to them all. Affirmative. Statements will be made. Permanently, Miss Rose. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Jetzt geht's dem TNT-Randy an den Kragen. Mit den Hoodlum Dolls sind wir fertig. Jetzt kommt die nächste Gang. Er befindet sich in der U-Bahn-Station, hat schon Mord, Raub, Verschwörung und Sachbeschädigung begangen. Also ungefähr dasselbe wie auch schon unsere Gegner davor. Der einzige Grund, warum TNT-Randy noch frei herumläuft, ist sein Waffenarsenal und der rücksichtslose Einsatz von Sprengstoffen. Sein Motto, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Na super, ich freue mich immer über Gegner, die explosive Sachen nach mir werfen. Hat man ja in den letzten Folgen schon gesehen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay, so wie es scheint, sind die etwas mächtiger als die Hoodlum Dolls. Zumindest haben sie gerade ein paar von denen umgenietet. Was uns wahrscheinlich so viel verrät, dass es jetzt ein Stückchen härter wird. So, Masken haben sie auch auf. Zum Glück liegt hier kein Stroh. Aber die halten sich natürlich ja auch an die Sicherheitsmaßnahmen. Na, egal wie Gangster man ist, Atemschutzmaske ist Pflicht. So. Subway Laws. Okay, die U-Bahn-Regeln gelten hier. Gut, dass ihr mich nochmal drüber informiert habt. Bist du eine kleine Petze oder was? Na, schieß doch. Ach, nicht Granaten. Das ist nicht in Ordnung. So, was haben wir hier oben? Eine Doppelflinte, jawoll. Ach, und die haben natürlich auch gleich zwei Pistolen in der Hand. Ach ja, komm, dann schieß halt. Wie weit kommt denn die Doppelflinte? Ja, kommt so weit. Eishockeyschläger. Jetzt noch eine Maske aufgehabt hätte. Hätte ich fast gedacht, das ist Jason. So, na komm. Sag mal, warum hält denn der so viel aus? Aber weil die Flinte wahrscheinlich nur zur Hälfte trifft. Na ja, okay. Ach, so ein Hockeyschläger wäre natürlich was Geiles, aber die Doppelflinte gefällt mir gerade besser. No Mutants, okay. Habt ihr irgendwas gegen Mutanten? Ach, scheiße, voll reingehuppt. Na komm. Ach Mann, warum schießt ihr denn jetzt immer? Ach so, es ist eine Doppelflinte, ja. Deswegen schießen sie wahrscheinlich auch doppelt. Einfach mal logisch mitdenken. Dann hätte man sich das auch schon denken können. So. Ja, komm, hau ab mit deinem Hockeyschläger. Ach so, der schießt nur da drauf, okay. Medizin lassen die jetzt gar nicht mehr fallen, oder? Oder mal ein kleiner Kontrollpunkt? Ja, da ist er. Manchmal denke ich wirklich, das Spiel erhört mich immer, wenn ich mir einen Kontrollpunkt wünsche, kommt auch einer. So gefällt mir das. So. Gut, die mit dem Hockeyschläger sind ja wirklich mehr als easy. Ach, scheiße. Den unten habe ich doch gar nicht gesehen. Ach, Mensch. Hä, wo kommen denn die Schüsse her? Super, schon wieder drei Leben verloren. Ah, es ist nur eine U-Bahn. Ich dachte schon, hier kommt wieder irgend so ein Truck mit tausenden Gegnern. Es springen natürlich Gegner aus der U-Bahn. Ach Mensch, was ist da mit meiner Reaktion schon wieder los?
Ja, was machen wir mit dem hier unten? Ich würde sagen, wir springen hier davor. Ach, ja. Ich würde sagen, wir springen nicht dort davor. Zum Glück gibt es Checkpoints in dem Spiel, ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon lange verzweifelt. Oh, ich glaube, wir müssen auf das Fass schießen. Ach schade, ich dachte, hier ist ein Diebesgut dahinter. Aber den Granatwerfer nehme ich natürlich auch gerne. Oh, der macht sich wirklich sehr praktisch hier in der Situation, aber so weit bis dahinter komme ich jetzt nicht. Wechsel mal die Waffe, bitte. Danke. Okay, schon um einiges besser durchgekommen als davor. Jetzt wissen wir auch, dass die lieben Freunde, nenne ich sie mal, aus der U-Bahn kommen. Dann gibt es ja schon mal schön Dauerfeuer. Aber es kommt keiner raus. Na, jetzt natürlich erst, okay. War's das? Was ist mit dem da oben? Ach, scheiße. Wie? Ich verstehe nicht, warum ich keinen Hit bekommen habe. Ah, okay, die Waffe hört kurz davor auf. Das ist natürlich gut zu wissen. So, was ist mit dem Typen da oben? Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Was hat er für ein krasses Gefährt? Und nach Euro 4 sieht das aber auch nicht aus. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben den Granatwerfer noch. Ah, kriege ich den vielleicht mit dem Granatwerfer? Ah, das wäre wahrscheinlich ein verschwendeter Schuss. Nee, wir lassen das. Ah, vielleicht hat er auch ein Diebesgut. Okay, wir schießen. Und es hat nichts gebracht. Aber wir haben vielleicht auch hinten einen erledigt. So. Ach, da ist Diebesgut. Na klar, und jetzt haut er wieder ab. Hör auf damit, komm. Och, nö. Wie hätte ich den denn kriegen sollen? Und wir können es wieder nicht voll abschließen, aber ich werde das Level trotzdem nicht neu starten. Ich denke da eher doch nochmal an eine erneute Runde zu zweit, wo man dann wirklich nochmal allem nachgeht. Ich habe mein Bestes gegeben, aber leider war mein Bestes nicht genug. So, den nehmen wir mit einer Granate hier. Hier noch ein Diebesgut versteckt? Nö. Nun ja, dann gehen wir hier weiter. Was haben wir denn jetzt noch Schönes für... Haben wir immer noch den Granatwerfer? Ja, ne? Ne, wir haben eine AK. Was lag hier unten noch? Das ist so eine Doppelschrot. Nö, da habe ich lieber die AK. Oder die Maschinenpistole. Obwohl, die hat immer noch mehr Schuss, dann behalten wir die. So. Okay. Er zeigt sich cool, wie er in alle Richtungen pausieren kann, nicht pausieren. Ist die Frage, wenn ich hier runterrutsche, bin ich dann tot? Es sieht halt so rötlich aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich probier's. Ich hätte es nicht probieren sollen. Na gut. An alle, die sich vorhaben, das Spiel noch zu kaufen, wenn es irgendwo in einem roten Aufgang nach unten geht. Achso, hier oben war ja die Müllabfuhr. Hätte man sich vielleicht denken können. Es tut mir leid. Aber der Checkpoint war ja gleich davor. Somit fallen wir ja nicht allzu weit zurück. Der kriegt mal keine Granate, weil wir keine haben. Okay, dann kriegt er hier einen Supersprung. Ey! Warum ist denn der jetzt da rüber gerutscht? Ich dachte, da ist eine Mauer. So, was machen wir hier auf gar keinen Fall. Lassen wir es erstmal kurz ausbrennen. Und dann können wir auch schon weiter. So, vor dem haben wir wieder gar keine Deckung. Einfach nach unten durch kommen wir auch nicht. Dann kriegt er auf jeden Fall erstmal ein Messer an den Hals. Und das hat auch schon gereicht. Sehr schön. AK nehmen wir natürlich wieder mit. Okay, dass das hier oben so funkelt, hat nichts zu sagen. Hat er gedacht, vielleicht liegt doch noch irgendwo ein Diebesgut versteckt. Nun denn. Und ganz schön viele Checkpoints in dem Level. Zumindest gefühlt, ich weiß nicht. Ach, jetzt sind die schon gepanzert. Aber das haben wir noch ganz gut absolviert. Das waren zu viele auf einmal. Sehr gut. Nee, doch nicht gut.
Gut, hier haben wir aber auch nochmal zwei Medizin. Na komm hoch. Die wollte doch schon wieder irgendwas werfen, das habe ich doch ganz genau gesehen. Ach shit. Na komm, naja, kommt nicht runter. Jetzt kommt er runter. Hat sich ohne Rüstung eher getraut runterzukommen als mit. Macht auf jeden Fall Sinn. Granaten nehmen wir mit. Hier oben haben wir noch ein Diebesgut. Sehr schön. Wie viel Schuss haben wir noch? Ah, wir haben bloß noch die Pistole. Doppelflinte mit 10. Doppelflinte mit 12. Da fällt mir die Entscheidung auf jeden Fall nicht schwer. Ah, Automatikgewehr. Nehmen wir doch lieber das mit. So, your mess is my business. Can't stop the bleeding. Keep calm and call Antonio Salazar. Ich habe fast Sarazar gelesen. Mobile Surgery Unit. Alles klar, ruft mal bei der Nummer an. Tony's Mobile Surgery Unit. Kann ich bei dem Medizin kaufen? Und was liegt denn hier noch drin rum? Ich glaube, wir müssen das mal kaputt schießen. Da ist da was versteckt. Nö, doch nicht. Okay. Sah so aus. Okay, das ging relativ schnell. Dafür sieht er aber umso brutaler aus. Und hat auf jeden Fall auch Verstärkung am Start. Boah, was denn das? Ach du Scheiße. Okay, das hat er runtergeworfen. Was hat das für ein Explosionsradio? Ach ja, ich hätte nicht nach dem Radius gucken sollen. Und wir sind schon wieder komplett down. Ach. Sag mal. Ach du Scheiße, na das kann ja was werden. Nein. Ach. Ich wollte eigentlich nach unten springen. Also nach unten rutschen. Na gut. Achso, der ist auch noch gepanzert, aber das wird wahrscheinlich nur die Hütte sein, ne? Da. Ah. Hau doch mal ab. Na klar, sag mal, wie viel Explosion denn noch? Jetzt kommt er wieder auf die andere Seite. Mensch, ich wollte jetzt erstmal den Typen holen, weil der mir tierisch auf den Senkel geht. So, und jetzt gibt's hier aber mal eine auf den Kopf. Nein. Er übertreibt es ein bisschen, würde ich sagen. Aber das macht ja irgendwie das ganze Spiel. Eine Doppelflinte, ja. Der ist... Ah, nein, nein, spring. Oh. Doppelflinte nehmen wir mit. Er ist ja nah genug dran, wollte ich sagen. Und jetzt fickt's mich. Es war klar. Ich habe natürlich nicht das böse Wort mit F gesagt. Das habt ihr alle nur verstanden. Ich habe gesagt, jetzt knickt's mich. So, ja. Aber wie viel kann man denn haben? Also, er wird seinem Namen TNT Randy auf jeden Fall gerecht. Ach, sag mal. Ich will gar nicht wissen. Ach, scheiße, das Ding ist ja auch noch gestachelt. Aha, jetzt kommt er raus, verdammt. Ich hatte die Hoffnung, er bleibt da drin. Nee, die Schrodi bringt mir gerade gar nichts. Ach, scheiße. Das war ja aber jetzt auch fies vom Spiel. Genau dort in die Ecke so ein Ding zu machen zum Verstecken und dann trifft mich ja trotzdem noch der Raketenwerfer. Und wir bräuchten ganz dringend Medizin. Ansonsten, ach shit. War's das gleich? Ich wünsche mir ja nicht oft Gegner, aber jetzt wären gerade welche schön. Weil das ja der einzige Weg ist, wie wir hier irgendwie an Leben... Jetzt kommen sie, jawohl. Nein, naja. Das war dumm. Bin voll davon ausgegangen, dass ich den schneller kriege als er.
seine Waffe schießen kann. Aber da habe ich wahrscheinlich doch zu viel Lucky Luke geguckt. So, den haben wir. Den können wir jetzt erstmal, obwohl, dann nehmen wir vielleicht... Ach, shit. Nehmen wir vielleicht erstmal die normale Waffe für. Dann heben uns die AK-Muni auf, wenn er dann aus seinem Versteck herausgekrochen ist. Und ich bin schon wieder viel zu blind. Und die haben beide keine Medizin gedroppt. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Ach Mensch. Ich glaube, wir brauchen noch einen Versuch. Ach, er hat seinen eigenen Kollegen runtergeschossen. Und der droppt natürlich auch keine Medizin. Warum auch? Also gab es in der ersten Runde ein bisschen mehr Medizin, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, er ist draußen. Hier kommen die ersten Gegner. Ja, eine Medizin, na ein Glück. So, wir wechseln zur AK. Ui, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, shit. Zu früh raus. Name von irgendeinem Pirno-Titel. Ah, irgendwie die Schrotflinte ist Mist. Ich kann dem nicht so... Oh, na klar, wirf doch gleich 100. Okay, die explodieren nicht gleichzeitig. Das macht es schon mal etwas einfacher. Was denn das? Ach, schon wieder die Scheiße. Oh ne, welches explodiert denn hier zuerst? Als könnte ich mir das merken. Come on. Wenn der jetzt nicht noch anfängt, gleichzeitig Raketenwerfer-Dings zu schießen, macht er natürlich... Uiuiui. TNT Randy. Hier geht's an den Kragen, mein Freund. Ja. Sind wir hier sicher? Ja. Und gleich haben wir ihn. Jawohl. Das ging doch sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Vor allem, weil ich gleich am Anfang so richtig derbig verkackt habe. Ja, natürlich wieder viel zu wenig Diebesgut. Aber ich bin einfach zu blind dafür und muss mich auch viel zu sehr auf alles konzentrieren, was hier so auf dem Bildschirm abgeht. Es tut mir leid, liebe Freunde. Aber was soll's. Es geht darum, dass wir das ganze Spiel hier mal sehen und ihr euch einen Eindruck machen könnt, ob es sich lohnt zu kaufen. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr, sehr beeindruckt. Deswegen kommt auch jeden Tag eine Folge, 19 Uhr. Ihr könnt euch drauf verlassen. Lasst wie immer gerne ein Abo da, würde mich riesig dolle freuen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut!